Willkommen zurück zu Castlevania Bloodlines. Ja Leute, beim letzten Mal haben wir uns durch den Atlantis-Schrein gekämpft und ja, haben ein paar Zwischenbosse geplättet. Und jetzt kommt eine Passage, vor der es mir ehrlich gesagt graut. Ich mag sie gar nicht. Aber es muss sein. Ja, beim letzten Mal haben wir einen Wassermagier erledigt. Das Wasser ist wieder abgeflossen. Ja, und jetzt fließt das Wasser aus dem ganzen Gebiet hier ab. Wir dürfen mit den Flößen hier wieder nach unten fahren. Das Miese hier sind natürlich die Medusa-Heads. Ich bewundere die Entwickler für ihren Scharfsinn, dass sie immer die schwersten Sprungpassagen raussuchen und dann die Medusa-Heads da reinklatschen. Also, wo die auftauchen, die Stellen sind immer echt optimal gewählt. So. Sehr schön. Haha, daneben. Bin ich gekriegt. Unsere Lanze leuchtete wieder. Gut, keine erhöhte Schlagkraft mehr. So viel dazu. Aber immerhin sind wir ganz unten. Raus hier. Gut, wir sind auf den Brücken. Die Brücken, die Welt bedeuten, ja. So ungefähr. Okay. Stirbt wie. Ja, hier sieht alles ein bisschen schräg, schief, baufällig aus. Und ich kann euch auch beweisen, dass hier nicht alles so gut im Leim ist, wie man vielleicht glauben mag. Ja, die Statuen halten auch nichts mehr aus. So. Was hast du vor? Okay, springen in den Tod. Soll mir auch recht sein. Ein Gegner weniger, um den ich mich kümmern muss. Ach ja. Warum gibt es nicht mehr Gegner, die einfach mal... Wow, Selbstmord begehen. Oh, ich hasse den Gegner. Da verfalle ich irgendwie immer in Panik und... So, Moment, muss man kurz... Headset richtig schieben hier. Passt schon. Gut. Hier geht's irgendwie nicht weiter, hä? Falsch. Wir können uns hier den Weg selber zusammenbauen. Da, für das Äxte. Nee, Weihwasser will ich nicht. Drachenköpfe, ich bin tot. Supi, das lief ja mal gar nicht gut. Ich mache mir Sorgen, dass es mit meinem Leben hier klappt in dem Spiel. Also, ganz ehrlich, wenn ich mich recht entsinne, wird der Schwierigkeitsgrad in der nächsten Stage drastisch anziehen. Und dann ist hier Schluss mit lustig. Und Geronimo, ab in den Tod. So ist recht. Es müsste mehr Gegner geben wie den. Bei Gott. Achso, du ja. Komm, geh rein, geh rein. Dankeschön. Wie ich mich immer bei allen Gegnern bedanke, dass sie so schön draufgehen. Muss ich mir mal irgendwie abgewöhnen, weil... Gott, ich will noch mehr Castlevanias machen und das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na egal. Das könnte irgendwann nervig werden, wenn ich bei jedem Gegner sage, Dankeschön, danke, dass du gestorben bist, liebe Gegner. Danke, wir sehen uns im Jenseits. Danke, danke, danke. Danke für den schnellen Tod. Wir werden deine Familie von dir nicht grüßen, na gut. Eh, Zombies. Deine Familie sind eh alle tot. So, Bumerang. Sehr schön. Töppala. Oh Gott, die sind dein. Oh, weg hier. Dreier hier. Hey. Dann mir wieder den Rücken zudrehen, ne? So haben wir es gern. Also, so geht's ja nicht.
Gut, das ganze Wasser fließt ab und bald müssten wir auch wirklich am Grund dieses ollen Schreins sein. Da unten sind ein paar Minotauren im Rage-Modus, wie es aussieht. Gefällt mir jetzt auch nicht gerade so. Mit euch lege ich mich mal besser nicht an. Und tschüss. Und damit sind wir ganz gut angekommen. Es ist Boss-Time und der Boss ist diese komische laufende Säule da drüben. Ja, so eine Art Golem, denke ich mal. Den müssen wir erstmal die Bauchringe wegschlagen. Ja, auch Dämonen und Monster haben Übergewicht. Aber dem Gruppen können wir zumindest mal beim Abnehmen helfen. Gut, wenn das immer nur so einfach wäre. Meint ihr, was ich mir manchmal auf den Bauch knüpfen würde? Gerade zu Weihnachten, wenn man da sich manchmal voll gefressen hat. Ich kenne das doch gerade recht, oder? So schön. Kannst du bitte mal endlich. Sehr schön, er ist so gut unten. Gut, und damit. Aua, aua, aua. Ja, jetzt haben wir eigentlich so gut wie gewonnen. Jetzt einfach immer nur aufs Auge. Immer schön beibehalten, dass sich das Öglein hält. Ah, nicht in den drin steht. So, Treffer. Ah, das wird doch noch knapp. Hier bin ich. Hier bin ich. Bäm! Zerschlagen! Da geht er dahin, der liebe Golem. Gut. Stage 2 geschafft. Da-da-da. Schöne Fanfare. Gut. Griechenland wäre abgeschlossen. Wohin führt uns unsere Reise noch? Es geht weiter zum Schießenturm von Pisa in Italien. Und diese Stage ist richtig eklig. Darauf könnt ihr euch verlassen, ey. Sowas von. Zum einen sind diese Federviecher hier. Ich denke, das sollen Harpien sein. Also richtig nervig. Erst lungen sie um einen rum, dann werden sie aggressiv ohne Ende. Kann ich nicht ab, die Viecher. Komm her. Komm schon, lass dich töten. Geht doch. Ja, und auch die Gegner können ja einfach mal die Umgebung demolieren. Hier reißt einfach mal eine Säule raus. Na. Ich konnte die Säule nicht retten. Was soll der Architekt nur dazu sagen? Boah, der blutet richtig hier, ey. Splatter Effects, FSK 18. Na komm her. Und Baseball spielen. Du hast einen großen Schläger, ne? Aber ich muss schon sagen, solche Minotauren mit Säulen als Schlagwaffe sieht man irgendwie oft in Castlevania. Vor allem in den 3D-Time-Kram kommt so oft vor. Oh, gerade so. Das Dumme ist, auf der Treppe kann man nicht schräg schlagen. Also ich kann jetzt hier nicht schräg nach oben schlagen, um diese Drachenköpfe da zu erledigen. Na komm, schaut hier rüber. Andere Seite, andere Seite. So ist brav. Kann ich hier schnell vorbeischleichen. Und halt dieses Auge ausstechen und weiter hier. Aber ihr merkt schon, der Architekt, die hat richtig gelitten. Alles schief, alles. Aua! Schräg. Will ich nicht. Kannst du behalten. Ja, und jetzt wird's auch nochmal fies, denn so weit wie hier der Abgrund ist, kann der liebe Eric nicht springen. Das ist ein Pfad, den eigentlich nur John begehen kann, indem er sich mit seiner Peitsche an der Decke festhält und mal Indiana Jones-mäßig darüber schwingt. Ja, Eric muss sich mit seiner Spezialfähigkeit an
andere Wege suchen. Ich finde es schön, dass hier so auf Fähigkeiten mal geachtet wird. Moment, war hier das Weihwasser? Einfach mal weiter hier. Cool, damit das verletzt sogar Gegner hier der Sprung. Gar nicht gewusst hier. So, weiter hoch. Tower of Doom. Einfach weiter hier. Das ist was Böses. Oh Gott, ja. Noch so eine Knochenschlange, aber diesmal ein bisschen größer als normal. Oh, ich finde dieses Biest so mies, weil guck durch die Bewegungen an, die sind so schwer vorherzusehen und zu erahnen. Ja, ich beschränke mich jetzt mal darauf, hier die Reichweite auszuloten und anzugreifen, wenn das Ding mir zu nah kommt. Das war's zum Glück auch schon. Und nein, nein. Nicht die Passage. Oh Gott, ja, wir sind mitten im Turm. Und es ist die Hölle, hier hochzuspringen, sage ich euch. Echt die Hölle. Denn ich bin eigentlich nicht so derjenige, wo schnell seekrank oder halt dem, wo schnell schwindelig wird. Aber hier, das Geschwanke hier macht mich echt kirre, denn man muss auf so viel achten. Wo kommt die nächsten Plattformen? Wo kommt die Medusa-Heads? Und das Geschwanke muss man in die Sprünge auch noch mit einkalkulieren. Also, es ist hässlich, eklig. Wow. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen stiller bin, aber die Stage verlangt es mir wirklich ab. Hier kann ich raus. Schon. Schön. Ja, Mumien in Italien kommt mir jetzt erst. Was haben die jetzt zu suchen? Soll ich verlaufen oder was? Die Ägypten-Stage nicht gefunden oder wie? Egal, Hauptsache geht schnell drauf. Sehr schön, mehr Schlagkraft, die ich bei den ganzen Fledermäusen sicher gleich wieder verlieren werde. Ah, left, right. Oh nein, noch schlimmer. Sprungpassage plus Scrolling, zwar kein Schwanken, aber dafür ätzende Gegner. Mein Gott. Ja, ich glaube, das ist hier ist sogar einer meiner Castlevania Hustages, also. Und damit meine ich Hustages of all time. Aber ja, ich wollte die Herausforderung, deswegen Spitzer ist schuld. Du mich auch. Stadion. Klasse. Oh Gott, mir graut mit der Passage da oben. Aber ich glaube, dann ist die Stage auch bald wieder vorbei. Da dürfte eigentlich bald der Boss kommen. Hallo, darf ich dich mal treffen? Dankeschön. Und wieder bedanke ich mich bei den Gegnern. Also, was geht denn los mit mir? Ach ja, ich bin echt ein Monsterfreund. Ja, das meine ich ernsthaft, was ich früher als Kind so für Comics gelesen habe. Ja, Gespenstergeschichten und was weiß ich noch alles. Ja, Gespenstergeschichten, das war eine echt geile Comicreihe von Bastai. Kennt die noch jemand? Oder gibt's die das überhaupt? Ich weiß noch, dass ich irgendwann aufgehört habe, weil sich die Geschichten nur noch wiederholt haben. So. Ein paar Ausgaben habe ich noch zu Hause rumfliegen. Da bekomme ich jetzt irgendwie sogar Lust wieder drauf, die zu lesen. Ich fand die immer geil. So. So.
wieder ein bisschen stiller, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, weil die Stelle hier ist nicht nett. Wow, nicht runterfallen, du... Ja, ja, ich habe diese Stage so furchtbar gern. Könnten wir wieder ein Upgrade machen, den brauchen wir. Also ein Upgrade für den Speer ist ein bisschen mager, Kollegen. Daneben, so geht das. Ich muss hier drin, einen Bumerang. Ich nehme mal einen Bumerang damit hoch. Vielleicht bringt er den... So, muss ich mal aufstoßen. Ich würde sagen, vielleicht bringt der mir mehr. Aber wisst ihr was? Ich bin schon wieder reif für eine Pause und werde deswegen den Party beenden. Ja, weiter beim nächsten Mal. Wünscht mir Glück, dass ich das noch schaffe.